Ey Leute, kennt ihr das noch, dieses Gefühl, als ihr zum ersten Mal 7 Days to Die gestartet habt? Als ihr zum ersten Mal die ersten Schritte durch diese Landschaften getan habt? Und kennt ihr noch das Gefühl, als ihr zum ersten Mal in die erste kleinere Stadt reingelaufen seid und so richtig Schiss hattet, dass da gleich irgendwo ein Zombie kommt? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn mir geht's heute genauso wie damals, als ich zum ersten Mal 7 Days gespielt habe. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Helly von Helly's Playbase. Und das hier ist 7 Days mit der 28 Alphas Later Mod. Ja, frisch gestartet, 7.58 Uhr, Leute. Hier bin ich gerade da. Frisch gestrandet, ja. Und ich habe die Mod vorhin mal so eine halbe Stunde angespielt. Und ja, was soll ich sagen? Ich finde sie geil, ich finde sie gut. Ihr seht da unten links einen kleinen Buff, der hochläuft, ja. Das ist der Angstschweiß-Buff, Leute, ja. Und zwar bedeutet der Buff, dass ihr vor allem Angst habt, ja. Und Angst vor allem vor Dunkelheit, vor Zombies und diversen Dingen, ja. Und je höher dieser Buff geht, umso mehr Angst habt ihr. Ja, also Angst vor der Dunkelheit. Ja, Leute. Ja. Angst vor meiner Stimme. Oder vor meinem Geschrei. Ja. Was ihr sicherlich in diesem LP hier hören werdet, Leute. Denn es ist Folgendes passiert. Ich habe euch ja erzählt, dass ich auf einem Server mit meinem Vanilla-Spielstand bin. Und ich aufgrund von Kostengründen, sagen wir es mal so, mir das momentan einfach nicht leisten kann, den Server weiter zu abonnieren. Und ich habe dann versucht, meinen Vanilla-Spielstand wieder auf einen Host-Spielstand zu packen. Und ich habe nur rote Frames beim Starten. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Der Server läuft noch einen Tag. Also bis spätestens heute Abend, denke ich mal. Und falls irgendjemand von euch irgendeinen coolen Tipp für mich hat, wie ich das Problem lösen kann, wäre ich sehr dankbar, wenn mir derjenige oder diejenige das vielleicht hier unter das Video posten könnte. Und vielleicht kann ich meinen Spielstand dann doch noch retten. Ja, ich hatte ja schon beim Portieren vom Hostspiel auf den Server schon das gleiche Problem. Ja, und jetzt habe ich es umgekehrt auch schon wieder. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich es retten kann. Wenn nicht, ja, falls es nicht funktioniert, trotz Tipps und hast du nicht gesehen, dann spielen wir erstmal hier die Mod weiter, Leute. Und wie gesagt, ich habe sie gerade schon, ich glaube so 20, 25 Minuten habe ich gespielt. Also quasi reingespielt. Ich kenne noch nichts jetzt hier groß. Ja, ich habe mich ein bisschen reingelesen und bin gespannt, was die Mod hier so zu bieten hat, ne? Was es hier alles gibt. Also ich habe schon gesehen, es gibt Zombies, die einen Rucksack auf dem Rücken haben. Wenn ihr die tötet, finde ich voll süß, dann verlieren die tatsächlich auch ein Lootbag. Na, finde ich voll cool. Und ich weiß nicht, ob es Special Zombies gibt. Wir spielen auf 60 Minuten auf dem Schwierigkeitsgrad Krieger. Und ich habe es ein bisschen modifiziert für mich. Die Zombies rennen nicht am Tag, aber sie joggen. In dieser Mod sieht das Joggen allerdings ein bisschen so aus, als wenn die so so ein bisschen stampfig laufen. Ja? Also es sieht nicht wirklich aus, als wenn die joggen. Aber sie sind halt schneller. Und ich habe mir zwei Modlets noch mit reingepackt. Und zwar einmal das größere Backpack, denn ich kotze, ich sag's euch so, wie es ist, ich kotze, ja, mit einem kleinen Inventar und dann habe ich auch keinen Bock auf Spielen, ja, so leid es mir tut. Deswegen habe ich mir das größere Inventar draufgepackt und den scrappen wir sofort wieder. Ja, und ich habe, was habe ich denn noch drauf? Zwei Mods habe ich drauf. Das größere Inventar. Und es ist mir entfallen, was noch? Okay, vier Pfeile des Todes.
Wartet mal, wir gucken mal eben hier Rezepte. Ich nehme den Stone Spear. Ich habe das nämlich gerade schon hier ausprobiert. So, fertigen. Ja, read this to react. Receives to Q4 Stone Spear. Machen wir. My favorite weapon of choice. Ja, habe ich mich jetzt mal für entschieden. Sonst habe ich ja immer den Club oder das Messer. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme einfach mal den Speer. Habe ich vorhin auch schon so gemacht. Okay, verdammt nochmal, welches Modlet habe ich denn noch drauf? Ach so, ja. Ich habe das größere Inventar drauf und ich habe die Zombie-Heatbar. So, das war's auch schon. Ja, mehr habe ich nicht drauf. Ansonsten ist die Mod natürlich so, wie sie Standard auch sein sollte. Ich habe hier nichts verändert. Ja, und kann keine Stühle aufheben. Okay. Wieso kann ich die denn nicht aufheben? Ich würde ihn jetzt gern aufheben. Ich kann sie nur kaputt machen. Okay. Guck mal, das ist eine schöne kleine Hütte hier, ne? Jetzt muss ich aber mal gucken. Okay, jetzt habe ich den Händler, müsste ich ja jetzt angezeigt kriegen. In 460 Metern in diese Richtung. Okay, das ist eine süße kleine Hütte hier. Ich guck mal, hier scheint irgendwie... Hello? Okay. Im Schrank. Der Businessman hier, Andreas. Komm. Boah, hat der wenig Leben? Wieso hat denn der nur so wenig Leben? Ich befürchte, es gibt tatsächlich Special Zombies. Ich bin nicht erschrocken. Die haben doch sonst nicht so wenig Leben. Leute, ich schwöre euch, ich spiele auf Liga. Warum haben die denn so wenig Leben hier in der Mod? Da, guck mal, da ist die Annika, nee, die Annegret. Da, die hatte einen Rucksack auf dem Rücken. Zack. Okay. Hatten die schon immer so wenig Leben? Ich meine, in Vanilla haben die mehr. Oh. Oh, toll. Jetzt habe ich mal schön hier meine Loot-Sachen kaputt gemacht. Mal, klappt das jetzt schon? Das klappt jetzt schon. Ja klar, wenn die so wenig Leben haben, kann ich die natürlich auch instant umschießen, ne? Aber warum haben die denn so wenig Leben? Jetzt sehe ich hier schon wieder unten eine Luke. Okay, die Dogs. Aber wir lesen erstmal die... Oh, guck mal hier. Naja, gut, komm. Besser als nix. Okay, das kann ich nicht... Scrappen. Was kann ich hier machen? Lavenderöl. Aber ich glaube, ich habe schon, Skillpunkte. Also ich habe nämlich gesehen, hier bei Intelligenz gibt es hier den Survival Instinct. Und ich werde den auch mal skillen. Because ich könnte mir vorstellen, dass der... Ja, dass der Dings hat hier auf, also Einfluss vielleicht hat auf meinen Buff da unten. Sicher bin ich mir nicht. Ich habe noch einen Punkt. Wo setze ich den rein? Komm, bei meiner Spielweise setze ich den mal hier rein. Okay, wenn ich jetzt hier reingehe, Leute, hier. Es ist ja jetzt hier dunkel. Boah, dann müsste doch der Buff jetzt hier quasi in die Höhe schießen. Weil es ist sehr, sehr dunkel hier unten. Braune Kiste. Boah, man sieht aber auch nothing. Achso, jetzt. Ja, die Taschenlampe braucht, so wie es aussieht, eine Batterie. Ja, habt ihr ja gerade schon in meinem Inventar gesehen.
dass ich da eine Batterie drin hatte. Und ich gehe mal davon aus, dass die für die Taschenlampe ist. Well Light und Shelter. Guck mal, siehste. Da oben habe ich nämlich jetzt die beiden Punkte. Ja. Bertha. Bertha. Und jetzt habe ich nämlich dieses rote Gehirn da. Ah, guck mal, die Bertha, die ist schon ein bisschen tankiger. Bertha hat schon ein bisschen mehr Leben. Okay, Bertha. Komm ran hier. Zeig mir dein Schlüppi. Oh, warte mal. Explodiert die, explodiert die, explodiert die? Tatsächlich. Wie geil ist das denn? Okay. Okay, dann haben die... Dann sind die Zombies also verändert, ja. Weil, ne, normalerweise explodiert die Bertha nicht. Das wissen wir alle. Jetzt geht meine Taschenlampe gleich schon aus hier, oder was? Oh. Ach nee. Ach nee, das ist das Licht hier. Ich habe jetzt gedacht, die Taschenlampe hat gleich schon keine Batterie mehr. Okay, so. Ansonsten. Ah. Da sind wir wieder. Gut. Dann gehen wir jetzt zum Händler, würde ich sagen. Ja, weil wir haben schon 11 Uhr und ich spiele hier nur auf 60 Minuten. Anders ließ es sich leider nicht einstellen. Und ich habe festgestellt, ey, sag mal, was ist denn hier mit meiner Dings nicht richtig? Ich habe festgestellt, wenn ihr Baumstämme habt, ja, manche könnt ihr looten, da ist dann so ein bisschen mehr Honig drin. Der Honig macht nur 3% Infektion wieder weg. Meiner 69er Skill increased, okay. Und ja, das heißt, manche Stämme könnt ihr looten, da ist dann ein bisschen mehr Honig drin. Und manche müsst ihr halt eben immer noch abklopfen, da habt ihr halt dann eine Chance von, keine Ahnung, so und so viel. Dass das halt eben, dass da halt eben ein Honig drin ist. Ja. Bin mal gespannt, hier 3,9% habe ich schon. Ich weiß gar nicht, wie hoch kann denn der steigen? Bis ich bekloppt werde. Und was passiert, wenn der hochsteigt? Das ist die Frage, ne? Kann ich mir eigentlich schon einen Schlafsack machen? Da fehlen mir Pflanzenfasern für, okay. Ja, und beim Abholzen hier von den Bäumen habt ihr wieder Baum, Holzklötze. Und die müsst ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, in einer Säge... Kann ich dich looten? Nein. In einer Säge, glaube ich, zu Brettern machen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Rezepte. Oder kann ich, wartet mal, ich mache mal ein. Ich den jetzt zerlege, was kommt dann da raus? Wahrscheinlich Wood Scrap. So wie es aussieht. Ja. Okay, und wenn ihr da Holz draus machen wollt, braucht ihr eine Säge. That's the thing. Gut. Wieder was gelernt. Und hier gibt es, glaube ich, generell nur diese Branch-Dinger raus. Ich muss erst mal selber ein bisschen klarkommen mit der Mod, ne? Also wie gesagt, ich habe sie gerade ein paar Minuten nur angespielt. Ich kenne mich nicht aus. Mich kotzt das zwar gerade tierisch an, Leute, ja, dass ich schon wieder anfangen muss jetzt hier. Und wenn ich meinen Spielstand nicht hinkriege, dann... Ja, und hier habe ich gesehen, 10% Durchfall. Ja, tolle Wurst. Ja. Ganz, ganz tolle Wurst. Das heißt, ich muss echt gucken, dass ich schnell einen Skill kriege oder beziehungsweise, dass ich schnell irgendwie kochen kann, damit ich mir ordentliches Essen machen kann. Weil, ne?
Was machst du denn hier drin? Junge! Jetzt guck mal, die stehen auf Joggen. Guck mal, wie die laufen. Also für mich läuft der total langsam. Auch jetzt nicht wirklich schneller als sonst, aber ich habe sie wirklich auf Joggen gestellt. Zombies töten. Das einzig Geile bei dem Händler ist, ich kann den Händler komplett looten, Leute. Ja, aber dafür ist der Händler natürlich auch zerstörbar. Und wie es aussieht, hat der hier schon irgendwo... Hat der hier schon irgendwo ein Loch im Zaun? Sonst wäre der Karl-Heinz hier nicht drin gewesen. Da kommt auch gleich schon der nächste, wenn ich das richtig höre. Tja. Da looten wir mal hier die Werkbänke und alles. Zack. Alles, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Habe ich jetzt schon die Forge da vorne gelootet? Ja, ne? Ich gucke gleich. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir schon sofort schnell irgendwie ein Zuhause kriegen. Ja, weil nachts, ja, ist ziemlich dunkel und ich glaube, ich habe dann ziemlich viel Angst. Und ich bin jetzt schon auf 5%. Leute. Bin jetzt schon auf 5%. So, nee, Moment, den kann ich auch noch. Und den auch noch. I'd shake your hand, but watch your back. Ja. I don't like. What are you standing there for? Don't make up your mind. Okay, pass mal auf, du kannst haben deinen eigenen Sessel. Ach schade, den nimmt er nicht. Ah, warte mal, guck mal, das kannst du auch haben, das brauche ich nicht. Das machen wir mal hier rein. Die Schaufel brauche ich gleich. Okay. Das hat alles 10% hier. Schweinerei. Gut, warte mal. Hast du denn irgendwas für mich? Falls, wenn ich Geld habe. Der hat noch nicht mal einen Kochgrill, Leute. Garden Hoe, okay. Oh Gott, eine Munitionspresse. Ich glaube, die Mod ist doch ein bisschen umfangreicher, als ich dachte, was? Fertilizer, okay. Garden Hoe Schematik. 3200. Ist der nicht mehr ganz dicht? Okay. Son of a bitch. That's all you're gonna buy? Also, ich lass mich mal überraschen. Ja, ja, kommen Sie, kommen Sie. Ups, ich bin jetzt erschrocken, ey. Also der Karl-Heinz. Okay, bei jedem Zombie-Ding seht ihr ja unten links dieses Gehirn. Ah, jetzt ist die Quest so weit weg. Alter, wird das Nest nicht kaputt machen. Ich hoffe, ich finde noch, bevor es dunkel wird, irgendwas Passendes, wo ich schlafen kann. Das wäre ja sonst wirklich... übel. Ah, vielleicht sterbe ich aber auch hier irgendwann mal. So gleich am Anfang. Ja, im Vanilla-Let's Play bin ich nicht einmal gestorben bislang, ja. Aber in dieser Mod werde ich wahrscheinlich durchdrehen. Ja, ich werde wahrscheinlich total irre. Am Ende der Folge hier total irre durch die Gegend laufen. Und will mir wahrscheinlich dann das Leben nehmen. Flotte Angst. Ein Honig habe ich. Sehr schön. Nee, geh mal weg. Hau mal ab. Ich will dich jetzt hier nicht fighten.
Ich habe schon viel zu hohen Prozentsatz da unten. Aber wenn ich doch gar nichts mache, außer nur einfach rumlaufen, ja, geht hier trotzdem die Prozentzahl hoch. Das ist doch Beschiss. Okay, Doc. Hey, ho, ne Buddel voll rum. Oh, wir buddeln und wir buddeln uns dumm. Meiner 69er Skill. Okay, warte mal. Oh, gut, die Pfeile hauen rein. Halten aber wirklich nichts aus. Also wenn das hier so ist wie in der Outback Roadies Mod, ja, wo die normalen Zombies umfallen wie Fallobst, ja, und die Special Zombies dann dafür aber, ja, keine Ahnung. Dann gar nicht tot gehen. Oder nur sehr schwer. Du näherst dich dem Schaden. Was ist er denn? Gibt's doch gar nicht. Im Probespiel hatte ich den vorhin sofort. Was ist er denn? Will das Ding mich jetzt hier verarschen? Nee, okay. Okay, dann ist er wahrscheinlich hier irgendwo 0,9 Meter. Doch nicht. Ich und die Grube vertragen uns gerade nicht, okay. Alter. Also wie man es macht, ist es verkehrt, ne? Ihr merkt es, ne? Also die Meterzahl da oben, da richte ich mich ja eigentlich immer nach. Aber es ist verwirrend. Kann ich jetzt bitte mal den Schatz? Wir haben gleich 16 Uhr. Liebes Spiel. Ich habe Angst. Große Angst. Jetzt schon. 6%. Da ist er. So. Schnell zurück zum... Wie heißt er? Zum Wrecked. Jetzt habe ich schon Hunger. Habe ich echt nichts zu essen? Ich habe nichts, nichts zu essen. Außer das Gammelzeug und... Das will ich nicht. Das schmeißen wir mal weg, da kann ich eh nichts mit anfangen. Wo ist denn jetzt der Händler da? Naja, lass mich mal überraschen, Leute. Also, wenn einer von euch die Mod kennt... ja, der wird sich wahrscheinlich jetzt gerade totlachen. Haha. Warte mal, Playbase. Da kommt noch. Du kriegst noch ordentlich. So, warte mal. Wo kamen wir denn hier da? Rezepte. Was, wieso kann ich denn nur sie? Ach so, weil ich kein Holz habe. Machen wir mal so, bevor ich gleich nicht mehr reparieren kann. Das wäre natürlich nicht so toll. Ja, und falls ihr mich immer noch schwer atmen hört, Leute, also, ne, ich habe immer noch eine leichte Lungenentzündung und die Bronchien dicht und so. Also, es tut mir leid, wenn ihr hier meine Gruselatmung hört. Kriege ich denn, aber nee, von dem Honig dürfte ich ja keinen Durchfall kriegen. Den könnte ich ja zur Not essen, wenn ich nichts anderes habe. So, jetzt kann ich aber Pfeile machen. 5. Woran hapert's denn? Was habe ich denn so wenig? Was braucht denn Pfeile? Was braucht denn... Moment mal. Ist er denn jetzt? Ach, Branch braucht der.
Wartet mal, kann ich da Branch draus machen? Nee. Aber Baublöcke. Machen wir mal. Dann kriege ich also nur... Warte mal, Branch kriege ich, glaube ich, hier raus, ne? Ja. Und aus den Büschen hier vorne. Muss ich da jetzt auch noch drauf achten? Ich hoffe, ich brauche hier nicht für jeden Scheiß irgendwie eine Werkbank. Das würde mich total ankotzen, Leute. Ja, die Undead Legacy, die habe ich, da habe ich einmal reingespielt, danach nie wieder. Oder die Ravenhurst. Oh Gott, hat mich das genervt. Braucht kein Mensch. Ich weiß, einige von euch finden die super, die Mods. Ich mag die gar nicht. Die Vorsorge hat mir jetzt auch am Schluss überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, warum die da alle immer die Mods so extrem verändern. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob hier schießende Zombies sind. Ne? Ich hoffe mal nicht. Weil das werde ich nämlich nie verstehen, wieso man in einem, also Zombies irgendwie eine Waffe in der Hand drückt. So, warte mal, Gewehr, selbstgebautes Gewehr, Maschinengewehr. Ich habe zwar schon eins, aber das finde ich ja geil. Nein, nein, warte. Moment, ich will diese Ansicht wieder haben. Hast du irgendwelche Aufgaben? Aha, Stufe 1 abholen. Säubern. Abholen. Die will ich haben. Die nehmen wir. I sell to anyone, even morons like you. Das werde ich erstmal alles eh nicht brauchen. Okay, so, jetzt müssen wir aber echt Gas geben, Leute. Ich brauche ein sicheres Dach über dem Kopf. Ich brauche eine Bleibe. Sonst bin ich gleich tot. Da wäre jetzt so ein kleines, schönes Alpha 16 Forgehaus geil. Das würde ich jetzt feiern. Ja, wenn ich so ein Haus jetzt hätte hier. Das würde ich gut finden. Hockzilla Ranch, okay. Da will ich jetzt aber ganz sicher nicht rein. Da vorne ist ein Zelt. Lol. Lol. Na, guck mal, wenn ich mit dem Pfeil und Bogen schieße, hat sie gar nicht so eine Angst, ne? Jesus Christ. Okay, also wenn ich von Weitem schieße... Eat all is good. Oh, guck mal hier, das ist geil. Das ist zwar, glaube ich, nur Holz, ne? Oh, oh. Aha, okay. Aber ich glaube, so für die erste Nacht wäre das gar nicht mal so schlecht hier, ne? Ich weiß, da unten gibt es einen Geheimgang. Da kann man rein. Da. Da ist dann auch Loot drin. Ich glaube, das finde ich gut als Bleibe. Ich glaube, hier werde ich mich erstmal reinsetzen. Ach, ich habe Hunger und Durst, pipi kalt. Ich habe ja ein Gericht zum Essen, habe ich ja. Und zweimal Wasser habe ich, sehe ich gerade. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken.
Ah, guck mal, der läuft schon jetzt ein bisschen schneller. Hier, der joggt schon so ein bisschen. Ja, komm. Der Gregor. Gut, warte mal, das ist, glaube ich, zu, ja. Und hier komme ich nach unten in dieses Geheimdingen. So, ich niste mich jetzt mal hier ein schon mal. Weil 18 Uhr. Bin mal gespannt, wie das gleich aussieht, wenn ich dann Angst habe. Wartet mal, erstmal lege ich hier mein... Da ist mein Schlafsack. Heilig da drauf? Nein, ich bin ja nicht verletzt, okay. Mach mal so hier. Dann packen wir... So, und ein Feuer. Einschalten, Shelter, Well Light. Geht der Buff jetzt wieder runter? Ah, doch, ich reste. Guckt mal, Leute, da unten. Rested 2%, 2,3%. Die Sache ist, die Frage ist jetzt, geht dann der Buff da auch runter? Das würde ich gerne wissen. Noch einen Skillpunkt habe ich nicht. Ich lese mir das jetzt nochmal hier durch. Survival Instinct. Fit and healthy. Oder healthy. You 5 heals and stamina. Okay. Ach so, das ist das. Ach so, da habe ich 5%. Ah. And your block damage is increased by 10%. Okay. Mhm. And you chain. Oh, ich kriege. Oh, da kriege ich mehr XP. Okay. Mhm. So, was macht der? Okay, nochmal 5 Stamina und Heals. Nochmal 10% mehr. Mhm. Dann ist das doch aber gar nicht das. Was ich dachte, dass es ist. Gut, also der Buff geht trotzdem weiter hoch, Leute. Ich trink mal was. Und esse jetzt mal mein tolles Essen. Weil es steht ja bei dem Buff. Steht ja drin. Wo ist es? Okay, ja, jetzt ist es natürlich nicht mehr da. You've taken something, medication, food or drink that is helping to treat your despair. Okay. Jetzt geht er wieder runter. Die Frage ist, wie lange hält das an? Wie lange hält das an? Aha, of how much your is affecting your rate of despair. Positive numbers means, okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn. Ich weiß nicht, was passiert, wenn. So, warte mal, hier kriege ich. Ach, guck mal, das heilt sogar Durchfall, das Wasser. Ah, und ich rieche. Das heißt, die Zombies riechen mich. Okay. Good to know, Leute. Wartet mal, ich mache jetzt hier Rezepte. Steinfall Muni 17. Und wir bauen uns eine Kiste. Wenn ich eine finde. Hä?
Kann ich hier nur eine Eisenaufbewahrungsbox bauen? Das kann doch nicht sein. Hä? Holzaufbewahrer, da brauche ich das. Da brauche ich die Bretter für. Und eine Säge kann ich nicht, oder? Kettensäge, nee. Oh Gott, wie heißt denn das? Wartet mal, wie heißt denn... Holzklotz, wartet mal, wie heißt denn... Jesus Christ, wie heißt denn das? Heißt das Säge? Das kann ich wahrscheinlich gar nicht bauen in der Hand, ne? Muss ich wahrscheinlich erst so ein Aldus Kabinett oder so finden, damit ich das bauen kann. Sonst habe ich keine Kiste, das ist natürlich doof. Tja. Red Removing Molotov Cocktail. Oh Gott, da gibt's extra Sachen für. Das Feuer ist auch schon wieder aus. Guck mal, ich könnte mir einfach ein Fahrrad so in der Hand bauen. Und ich habe gerade gesehen, ich kann mir einen Kochgrill bauen. Wartet mal. Kochgrill? Nee, da brauche ich eine Werkbank für. Lol. Okay, 20.31 Uhr. Tja, Leute, ich hack jetzt da die Treppe draußen ab, damit ich hier keine böse Überraschung über Nacht habe. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ihr könnt mir ja mal unter das Video hauen, wie euch die Mod gefällt, wie euch das Format gefällt. Und wie gesagt, wenn Anna Hilfe kennt für mein Problem, haut's mir unter das Video. Ich würde mich freuen. Ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bye, bye.